Richtig, Italiener. Wer hat gesagt, du sollst aufstehen?
Veronique! Wo ist sie? Das ist die Tür da. Schnell! Wiedersehen, Fräulein. Gott sei Dank bist du unverletzt, Junge. Danke schon. Die hätten mich lebendig verbrannt. Das war die Geheimpolizei. Was will die denn hier? Dirk hat sie geschickt. Dirk? Oh mon Dieu. Wo ist mein Bruder? Wo ist Jules? No! Fass mich nicht an! Das ist deine Schuld! Du hast ihn dort hingebracht! Jules? Wir müssen hier weg. Sie werden nach diesen Kerlen suchen. Wo sollen wir hin? Nach Westen. Das ist die einzige Chance. Okay, auf nach Paris. Wir bringen dich nach Hause. Dann los. Veronique! Oh, mein Kind! Merci, Dieu! Wir haben es im Radio gehört. Die Kämpfe an der Grenze. Wir hatten solche Angst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Das sind Jules Freunde, Sean und Vittore. Sie müssen eine Weile untertauchen, wo sie niemand findet. Oui, aber wo ist Jules? Ist er nicht mitgekommen? Maman, etwas Schreckliches ist passiert. Madame Rousseau. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ihr Sohn war wie ein Bruder für mich. Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Nein! 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 Junger Mann, sagen Sie mir, mein Sohn, musste, ging es schnell? Ja, schnell und schmerzlos. Der Kerl, der ihn getötet hat, wird nicht so viel Glück haben. Das ist von der Farm. Sie sollten es bekommen.